Banken in den USA und in Europa geraten in Schieflage. Wir haben gesehen gehabt, dass in den letzten 2 Wochen 3 Banken down gegangen sind, unter anderem Silvergate Bank, Silicon Valley Bank und Co. Jetzt gerät auch die nächste Bank in Schieflage, die sich Credit Suisse nennt. Das war die zweitgrößte Bank in der Schweiz. Weitere 34 Banken stehen auf der Liste als Wackelkandidaten. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wir sind aktuell in einer Krisenzeit. 2 Dinge sind extrem wichtig. Der erste Punkt ist, wir müssen unser Kapital schützen. Zweitens, unser Geldfluss vermehren bzw. Cashflow erzeugen. Wichtig ist es also, vorzusorgen und sich ein Portfolio aufbauen. Kommen wir zum ersten Punkt, Geld schützen. Assets wie Edelmetalle, also Gold und Silber, tendieren dazu, immer sehr gut zu performen in Krisenzeiten. Kommen wir zum zweiten Punkt, auf die Technologie zu setzen. Das heißt, den Bitcoin. Bitcoin hat alle Assetklassen komplett outperformed, auch unter anderem Nasdaq, S&P 500, Gold, Silber und Co. Kommen wir zum dritten Punkt, Stablecoin-Vermehrung. Mit dieser Möglichkeit haben wir die Chance, bis zu 18% im Jahr auf unser Stablecoin zu verdienen. Die zweite Möglichkeit wäre Beteiligung an einem Metaverse inklusive Coin-Generierung. Das gibt uns im Jahr zwischen 30 und 35% Return on Investment. Kommen wir zur dritten Möglichkeit, Bitcoins selbst generieren oder Cloud-Mining zu betreiben. Das ist natürlich eine Möglichkeit, die langfristig definitiv Sinn haben könnte. Okay, das war's von mir. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Lade dir definitiv mein kostenfreies E-Book herunter. Oben links oder hier oben rechts findest du im Kommentarfeld den Link zum Gratis-Download. Dort findest du weitere Informationen zu Inflation, Geld schützen, Geld vermehren und Co. Das war's von mir. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Mechaner Network von The Selfmades und bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.